Heute geht es um ein Thema, das für uns alle relevant ist. Es geht um das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot, das ja ab 2026 eingeführt wird. Wie der aktuelle Stand ist, ob du damit in Aktien und ETFs investieren kannst und wie die staatliche Förderung aussieht, das habe ich mal alles hier in diesem Video zusammengefasst. Und wenn du dich also näher über dieses Thema informieren willst und wenn du auf dem aktuellen Stand sein willst, dann solltest du dir das Video unbedingt anschauen. Heute geht es um das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot und es sieht wirklich so aus, als ob die Bundesregierung da ernst macht und aktiv an der Einführung dieser neuen geförderten Altersvorsorge arbeitet. Seht mal selbst, was Christian Lindner zu diesem Thema zu sagen hat. Wir werden ein Altersvorsorgedepot schaffen, wo ihr selbst entscheidet, in welche ETFs ihr investieren wollt, um für euer Alter etwas anzusparen. Und dafür wird es die gleiche steuerliche Förderung geben. Da wird es die gleiche Systematik der Zulagen für zum Beispiel geringer verdienende Menschen geben. Starke Worte von unserem Bundesfinanzminister. Aber noch ist das Ganze ja noch nicht beschlossen. Ich fasse dir aber trotzdem mal alle wichtigen Informationen jetzt mal zusammen, die zum Stand heute bekannt sind oder zumindest in welche Richtung es gehen soll. Los geht's! Das Altersvorsorgedepot ist ein neues Modell zur staatlich geförderten Altersvorsorge. Und diese Altersvorsorge soll eben im Rahmen eines Wertpapierdepots stattfinden, in dem du dann in Aktien und ETFs und Fonds investieren kannst. Und der Staat fördert deine Investitionen noch mit bestimmten Rahmenbedingungen. Das Ganze orientiert sich an dem Ausland, da gibt es ja in Amerika diese bekannten 401k-Pläne, in der Schweiz gibt es die 3a-Säule und in vielen anderen Ländern gibt es eben auch solche staatlich geförderten Depotmodelle und das soll eben nun auch zum Start des Jahres 2026 hier in Deutschland eingeführt werden. Das Altersvorsorgedepot soll mit ein paar steuerlichen Vorteilen und Förderungen eingeführt werden. Da ist zum einen die Absetzbarkeit der Beiträge. Es ist geplant, dass Einzahlungen, die in das Altersvorsorgedepot vorgenommen werden, und da ist ein Betrag zwischen 2.100 und bis 3.500, manchmal liest man auch 7.000 Euro, soll möglich sein und dieser Betrag orientiert sich eben aktuell auch an den Maximalbeträgen der Riester-Rente. Und diese Beiträge, die dann in das Altersvorsorgedepot eingezahlt werden, die sollen eben dann von der Steuer abgesetzt werden können. Der zweite Vorteil ist die Steuerfreiheit während der Ansparphase. Das bedeutet, dass du Umschichtungen innerhalb des Depots steuerneutral vornehmen kannst, so ähnlich wie man das bereits von einer Versicherung kennt. Du kannst dort Käufe und Verkäufe von Fonds und ETFs eben durchführen, ohne dass bei Gewinnen dann eine Abgeltungssteuer anfällt. Das hat den großen Vorteil, dass eben während dieser Investitionsphase keine Steuern den potenziellen Einsatz eben reduzieren und du damit eben dann halt einen höheren Zinseszinseffekt hast. Der dritte Punkt ist, dass du deine angesparten Beträge im Alter ab dem Renteneinstieg, also mit 67 Jahren, dann bis zum 85. Lebensjahr entnehmen kannst. Das heißt, in dieser Phase hast du ja dann einen niedrigeren Steuersatz und deine Beträge, deine Rente, die du dir sozusagen aus dem Altersvorsorgedepot dann auszahlst, die wird eben dann nur mit günstigeren, niedrigeren Steuersätzen dann eben versteuert. Und der letzte Punkt ist, so ähnlich wie bei der Riester-Förderung sollen auch niedrige Einkommen gefördert werden mit einer Zulage. Das ist ja beim Riester aktuell 175 Euro und für jedes Kind gibt es auch nochmal 300 Euro. Das hat den Ziel und den Sinn, dass eben auch Familien mit niedrigem Einkommen oder Familien mit einer entsprechenden Kinderanzahl eben auch eine höhere Förderung bekommen als Leute, die schon eh ein gutes Einkommen haben und selbst da ihre Altersvorsorge bestreiten können. Das Geld, was in dem Altersvorsorgedepot angespart ist, soll ja grundsätzlich für die Rente vorgesehen sein. Deswegen kannst du auch erst ab Renteneintritt darüber verfügen. Es gibt zwar ein paar Ausnahmen, dazu komme ich gleich noch, aber die Grundidee ist ja, dass deine Rente damit ergänzt werden soll.
Ob du mit dem Renteneintritt eine komplette Entnahme des Geldes vornehmen kannst, das steht noch nicht fest. Aktuell ist der Stand so, dass man es mit monatlichen Raten entnehmen kann und diese Raten sollen dann auch bis zum 85. Lebensjahr ausgerichtet sein. Also da muss man nochmal genau gucken, wie das dann am Ende im Gesetzestext wirklich formuliert ist. Auf der anderen Seite soll es auch Ausnahmen geben, also beispielsweise, wenn ein Kredit abbezahlt werden muss für das Eigenheim oder irgendeine Renovierung vorgenommen werden muss. Wie das aber alles im Detail ausschaut, das steht heute noch nicht fest und da kommt es dann wirklich auf die Details drauf an. Da werden wir natürlich dann nochmal ein neues Video machen, sobald dann nähere Informationen zur Verfügung stehen. Ja, losgehen soll es am 01.01.2026. Aktuell werden die Gesetzestexte geschrieben, damit es dann möglichst zügig auch beraten und beschlossen werden kann. Ich gehe mal davon aus, dass irgendwie zum Jahresende, Anfang nächsten Jahres dann die finalen Rahmenbedingungen feststehen, denn die Banken und Broker brauchen ja auch noch eine gewisse Zeit, um diese Depotmodelle eben aufzusetzen und einzuführen, damit es dann zum 01.01.2026 losgehen kann. Alle Informationen über dieses ganze Thema Altersvorsorgedepot findest du natürlich bei uns auf Extra ETF. Wir werden da ganz eng die Berichterstattung drüber machen und jeden Aspekt, der neu hier veröffentlicht wird, bei uns auf der Seite veröffentlichen. Deswegen lohnt es sich am besten bei uns in den Newsletter einzutragen. Den Link zum Newsletter findest du in der Videobeschreibung. Glücksspiel, Lotterie, Zockerei, Spekulation? Nein. Also ganz so schlimm ist es natürlich nicht. Wir finden die Initiative rund um das Altersvorsorgedepot sehr, sehr gut. Es ist ja Stand heute noch nichts beschlossen. Also muss man mal abwarten, wie die finalen Bedingungen dann letztendlich aussehen. Aber das, was wir heute schon wissen, schaut ja eigentlich schon mal gar nicht so schlecht aus und geht in die richtige Richtung. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht von links oder von rechts noch die ein oder andere Lobbyinteressen Gemeinschaft hier noch reingrätscht und die gute Idee eines einfachen und transparenten Altersvorsorgedepots wieder zunichte macht. Aber das müssen wir einfach mal abwarten und schauen, wenn dann die Gesetzestexte vorliegen. Wenn du dich näher über dieses Thema informieren willst, ich habe das alles nochmal in einem Artikel zusammengefasst. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Und ich hatte es natürlich vorhin schon erwähnt, am besten registrierst du dich für unseren ETF-Newsletter. Link gibt es auch in der Videobeschreibung. Denn wir werden das Thema natürlich sehr eng verfolgen und immer dann, wenn es neue Nachrichten und Entwicklungen in diesem Bereich des Altersvorsorgedepots gibt, natürlich darüber berichten. Ansonsten würde es mich sehr freuen, wenn dir das Video gefallen hat. Lass gerne ein Like da und schreib doch mal in die Kommentare deine Meinung zum Altersvorsorgedepot rein. Was hältst du davon? Findest du es gut? Hast du vielleicht noch spezielle Wünsche? Vielleicht können wir da ja noch irgendwie einwirken. Und ansonsten bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hier sehen auf dem Kanal von Extra ETF. Ciao.